Haho, herzlich willkommen, liebe Freunde. Dieses Zimmer dürftet ihr kennen. Ich war aber schon lange nicht mehr hier. Ich bin aktuell übers lange Wochenende bei meiner Familie. Deswegen heute mal aus einem anderen Hintergrund. Aber ich ziehe ja sowieso innerhalb meines Hauses um. Dementsprechend werdet ihr auch bald da einen neuen Hintergrund sehen. Auf jeden Fall. Warum ich das Video gestern Abend nicht noch gemacht habe. A, weil ich ziemlich müde war, denn ich war arbeiten und bin direkt von der Arbeit Zug gefahren und der Zug hatte dann 2 Stunden Verspätung, beziehungsweise nicht der Zug, sondern ich bin 2 Stunden später angekommen, als ich eigentlich wollte. Und das Ende vom Lied ist, dass ich danach nur noch was gegessen habe, nebenbei meinen Hertha-Spiel geguckt habe und dann ins Bett gefallen bin. Zudem war ich nach dem Spiel ziemlich, ziemlich sauer und musste erstmal eine Nacht darüber schlafen. Denn nach, ich würde mal sagen, sind wir jetzt Spieltag 12. Von 12 Spielen hat Hertha 9 gute Auftritte hingelegt. Und eigentlich war das schwächste Spiel bis dahin nur Köpenick und jetzt gegen Schalke und Bremen wieder zwei extrem schlechte Auftritte. Der Unterschied ist, gegen Schalke hat es gereicht zu einem Sieg, aber gegen Bremen wirst du halt eiskalt bestraft. Und der Schiedsrichter hat auch ein bisschen mitgeholfen, tatsächlich, weil ich fand das Spiel absolut grauenvoll. Eigentlich hätte niemand den Sieg verdient gehabt. Das war eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Weil viele Fouls, viele Zweikämpfe, ständig liegt jemand am Boden. Aber Werder Bremen hat einfach Niklas Füllkrug. Die haben einfach Niklas Füllkrug. Und dass du dir dann noch in Minute 85 ein Gegentor fängst, ist so unnötig. Das hast du zwar letzte Woche auch gegen Schalke, aber da hast du es irgendwie noch geschafft, das Ding irgendwie noch zu deinen Gunsten zu ziehen. Und irgendwie bleibt Bremen so ein Pflaster, ja, was irgendwie. Weiß nicht, Bremen ist irgendwie ein Pflaster. Das ist nicht gut für uns. Bremen tut uns anscheinend irgendwie nicht gut. Irgendwie gewinnen wir da nie oder wir gewinnen generell nicht gegen Werder Bremen. So ein Auftritt wie eben vor 2 Jahren, wo wir 4-1 gewonnen haben in der Abstiegssaison, gibt es eigentlich selten in Bremen. Deswegen. Aber einerseits dachte ich es mir zwar schon, dass du das Ding vielleicht noch irgendwie verlierst und dann noch mit so einem Kacktor andernfalls, dann hätte ich lieber das 0-0 irgendwie genommen. Aber so oder so, das 0-0 wäre mir auch zu wenig gewesen. Also ich war bedient gestern Abend, hat mir schon wieder gereicht und ja, ich rücke von meiner Prämisse nicht ab, dass ich sage, wenn man in der Liga bleiben will, musst du beide Aufsteiger schlagen. Dasselbe Problem hatten wir letztes Jahr auch. Wir haben im Hinspiel beide Aufsteiger geschlagen. Im Rückspiel haben wir einen Punkt geholt gegen die Aufsteiger. Das war gar nichts. Wobei, wie gesagt, Schalke und Bremen halt keine klassischen Aufsteiger sind. Aber dennoch, ihr wisst, was ich meine. Und das Schlimme an der Sache ist nur, du hast nächste Woche Bayern, da wirst du wahrscheinlich auch nichts holen. Das heißt, du stehst gegen Stuttgart und gegen Köln schon wieder unter Druck und musst da deine Punkte holen. Das ist jetzt so. Du musst da jetzt noch mit Minimum mal 4 Punkten rausgehen. Dann stehst du bei 15. Ist auch nicht sonderlich geil, aber ja, wie gesagt, du musst da deine Punkte holen. Weil von guten Leistungen, aber keinen Punkten, kann man sich am Ende auch nichts kaufen. Und was ich auch noch anmerken will, könnt ihr euch daran erinnern, dass ich bisher gesagt habe, wir haben noch keine unnötigen Niederlagen kassiert, also unnötig im Sinne von Gegner, wo es eigentlich nicht not tut zu verlieren, weil Gladbach, Leipzig, auch wenn es weh tut, Köpenick und Dortmund, da sage ich ja nichts zu, weil das sind Mannschaften, die stehen da oben mit drin und die haben andere Ziele als wir. Aber sowas wie Werder, zum Teil auch Mainz, Schalke, Augsburg, Stuttgart und so weiter,
Das sind halt so Gegner, die man halt schlagen müsste. Und jetzt kommt Werder, die aktuell eine Runde spielen, die okay ist. Die wirklich auch okay ist für einen Aufsteiger. Die werden sicherlich immer noch ihren Tribut zollen und vielleicht wieder ein bisschen weiter hinten reinrutschen. Aber ja, die stehen jetzt bei 18 Punkten, 7 Punkte vor uns. Und es ist okay, was er da macht. Deswegen wäre da kein klassischer Aufsteiger. Trotzdem, die hatten erst 4 Punkte zu Hause geholt, wo ich mir dann denke, wenn Hertha seine Punkte auswärts holt, warum kriegen wir es dann nicht geschissen? Aber mit. Ich will jetzt hier nicht nach Erklärungen suchen. Es war einfach schlecht. Ich habe mich gefühlt wie letztes Jahr, als wir oder unter Dardai von mir aus auch Dardai-Fußball. So habe ich mich gefühlt gestern auch. Das war wieder richtig beängstigend, richtig traurig, richtig schlimm. Gegen Bayern erwarte ich eine gute Leistung. Du wirst sie wahrscheinlich eh nicht schlagen können oder einen Punkt holen können. Aber dann gegen Stuttgart, und ich mache jetzt was, was ich sonst nie machen würde. Ich bin selber ein anderes Spiel gucken, während Hertha parallel spielt. Aber gegen Stuttgart erwarte ich einfach, dass du gewinnst. So einfach ist die Nummer. Du musst Stuttgart schlagen und dann später gegen Köln noch deine Punkte holen, weil du hängst da hinten drin, du bist bei 11 Punkten, du kommst nicht vom Fleck. Es ist nun mal so, du kommst einfach nicht vom Fleck. Du musst jetzt in den verbleibenden, nehmen wir mal Bochum und Wolfsburg mit rein, in diesen 4 Spielen, die nie Bayern weggerechnet, musst du jetzt deine Punkte holen, weil sonst wird es richtig düster. Du hängst da hinten drin, obwohl du es leistungstechnisch eigentlich nicht müsstest. Klar, wie gesagt, da fehlen 6 Punkte, die du irgendwo gekriegt hättest, aber das sind halt keine Ausreden. Und ich sag's jetzt nochmal, ne? Vorher hat er mal 4-2-3-1 gespielt. Was gut funktioniert hat, was wirklich auch gut aussah gegen Leverkusen und Co. Gegen Leipzig hat es nicht funktioniert. Er stellt gegen Leipzig auf 4-4-2 um, was funktioniert hat. Welche Schlussfolgerung zieht er? Wir probieren es gegen Schalke und Bremen auch mit 4-4-2. Gegen Schalke hat es gerade noch so irgendwie funktioniert. Das liegt aber daran, weil Schalke gerade im Krisenmodus ist und hinten drin steht. Gegen Werder hat das jetzt wieder nicht funktioniert. Was schließe ich daraus? Er hat dann hinterher auf 4-2-3-1 umgestellt, hat gegen Werder jetzt nur bedingt funktioniert, weil Werder ein anderer Typ von Fußball ist. Aber ich würde dann unser bewährtes System einfach wieder so lassen. Ehrlicherweise. Dann nimm halt deine Unentschieden mit. Das ist mir dann doch ein bisschen lieber, ehrlicherweise. Ich habe keine Erklärung, gell, für das. Ich will es ehrlicherweise auch nicht erklären. Und alle Leute, die sagen, Hertha spielt so guten Fußball, die Ergebnisse kommen von allein. Und wir werden nichts in Anschluss zu tun haben. Die sollten sich die letzten beiden Spiele mal angucken. Weil wenn man so spielt wie die letzten beiden Spiele, dann steigst du ab. Dann steigst du ab. Punkt. Auch wenn mein Arbeitskollege gesagt hat, ja gut, verdient war der Sieg gegen Schalke trotzdem. Da habe ich gesagt, ja, stimmt. Ich habe mich trotzdem gefühlt wie vor 2 Jahren unter Dardai oder sonst wem. Also wenn du weiterhin so spielst, dann gehst du sang- und klanglos trotzdem runter. Und ich hoffe, dass diese 2 Spiele zeigen, dass doch noch nicht alles rund läuft und dass wir uns jetzt nochmal den Arsch aufreißen, vor der WM-Pause, hier nochmal alles reinzufeuern, nochmal richtig Gas zu geben und diese verdammten 4 bis 6 Punkte noch zu holen. Weil ich glaube, es gibt sogar noch ein paar direkte Duelle. Schalke spielt gegen Bremen zum Beispiel nächste Woche. Da werden wir nichts ändern können, weil wir halt gegen Bayern spielen. Aber du brauchst jetzt noch deine Punkte. Weil so funktioniert es nicht. Du hattest bis letzte Woche nur eine Niederlage aus 7 Spielen und jetzt kassierst du in den letzten 3 Spielen 2 Niederlagen und die in Bremen halt mega unnötig und dann noch so ein dummes Dreckstor. Also,
Ich könnte mich jetzt hier weiter in Rage reden. Ich lasse es jetzt, ich entlasse euch jetzt und ich gehe mich jetzt abreagieren. Und ich hoffe, ich sitze nächste Woche hier und kann mal wieder positiv über eine Niederlage reden. Also nochmal, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir gegen Bayern verlieren. Im Normalfall tust du das auch. Dann stehst du bei 6 Niederlagen. Ich hatte 5 eingeplant. Wie ich ja sagte, ne, die eine unnötige gegen Bremen jetzt. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich sitze nächste Woche hier und kann wieder etwas positiver drüber sprechen. Und vor allem aber auch dann gegen Stuttgart und gegen Köln auch nochmal positive Erlebnisse fassen. Weil ich habe keinen Bock, hinterher mit 11 Punkten irgendwo da unten zu stehen. Und ich sage es nochmal, Leverkusen wird irgendwann anfangen zu punkten. Und dann sind die raus aus dieser Nummer. Und auch bei Stuttgart wird das nicht ewig so weitergehen, wahrscheinlich. Weil die spielen jetzt gegen Augsburg. Lass die mal gegen Augsburg gewinnen, dann schweben die auf einer Welle und dann geht's aber ganz schnell bei denen. Ja, ich bin schon wieder an dem Punkt, wo ich mir Sorgen mache. Wo ich mir Sorgen um meinen geliebten Verein mache. Weil ich habe eigentlich keinen Bock auf Abstiegskampf. Und es fühlt sich nicht an wie Abstiegskampf, aber wenn man die Tabelle liest und die letzten beiden Leistungen gesehen hat, dann weißt du, es ist Abstiegskampf. Das als mein Schlusswort. Ich entlasse euch jetzt für einige, die langes Wochenende haben, ins lange Wochenende. Und wir sehen uns dann am Dienstag und Mittwoch und Donnerstag zur Champions League wieder. Und ansonsten dann zum Hertha-Spiel am Samstag. Bis dahin, hau he und tschüssi. Crazy world, I don't belong.